Und das ohne guten Grund, so ist es ja. Bisschen auf die Tränendrüse heute noch drücken. Einfach nur geil. Ja. Wir werden natürlich jetzt weiterspielen, ne? Tag 18, Ausbruch von Kriminalität, ja. Wir wurden ausgeplündert, immer scheiße, ja. Roman ist gestorben. Emilia ist krank, scheiße. Die wird es wahrscheinlich auch nicht mal lang machen. Holy shit. Ich muss mich ja erstmal wieder reinarbeiten, ja. Er stellt auch nicht mehr auf. Wir haben keine Chance. Und sie steht nicht mehr auf. Sie geht nicht hoch. Ja, das wäre jetzt scheiße, ne? Aber anscheinend mal einer aufsteht, ne? Sie steht nicht auf. Und er ist da oben auch hier. Ziemlich demotiviert. Ja. Wir können diese Krankheit nicht besiegen. Bald wird alles vorbei sein. Ich glaube, wir haben auch so langsam den Lebensmut verloren. Ich beende mal den Tag, weil die machen eh nichts. Nächstes Mal werden sie uns alle unsere Sachen und unser Leben berauben. So wird's kommen, Kollege. Wenn ihr euch nicht hier mal bewegt, sie steht nicht auf. Emilia steht wieder auf, oder du? Sie steht einfach nicht mehr auf, ne? Ja, ich werde die Tage nicht überleben. Weiß ich jetzt schon. Ja. Gerade weil sie jetzt auch nichts mehr machen, ne? Er sitzt rum, sie steht nicht mehr auf. Sie wird die Nächste sein, wo stirbt, ja. Das Spiel kann einen schon sehr, sehr traurig machen, ja. Das Feuer ist mittlerweile abgegangen. Marco steht ja auch nicht mehr auf. Er befürchtet, dass Emilia es nicht schaffen wird. Ich meine, wir haben 16 Grad, brauchen wir eigentlich auch kein Feuer. Von Temperaturen her geht es noch, aber fällt da nicht bald was machen hier? Schwieriger. Das Spiel sieht dich so runter, obwohl es so geil ist, ne? Emilia wird nicht durchkommen, ja. Und dann sind wir wieder allein, ne? Unsere Dreier-WG ist ja eh nicht mehr da, weil Roman gestorben ist. Ist. Er ist traurig, ja. Wir werden alle sterben. Wenn die Angreifer das nächste Mal kommen, werden wir alle sterben. Oh je. Traurig irgendwie, ne? Aber trotz allem wunderschönes Spiel, ja.
Obwohl dein ziemlich nachdenklich und traurig macht, ja. Oh, schade. Klar, ich könnte jetzt die Nacht beenden und dann wieder rausziehen und. Oh, die geht ja von allein rum, der Tag. Den Tag beenden, nicht die Nacht beenden. Nächstes Mal werden sie all unsere Sachen und unser Leben berauben. Wie wahr? Ich beende mal den Tag. Die Nacht bricht rein. Ich kann nicht einmal mehr mit ihm hier was machen. Ich kann nicht mal mehr mit ihm hier. Nichts mehr machen, die machen nichts mehr. Ich hab's gewusst. Emilia tot. Rest in peace. Boah. Hart. Marco hat den Unterschlupf verlassen. Marco hat uns in der Nacht verlassen. Wir glauben nicht, dass er zurückkommen wird. And that's it. Wir wurden ausgeplündert. Du hast nicht überlebt. Du hast nur 19 Tage lang überlebt. So schnell kann's gehen, ne? Ah. Traurig. Das Ende unserer schönen Dreier-WG. Es sah alles so gut aus. Am Anfang. Hart, 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 hart. Tag 10, Tag 18, 19. 18, 19. Emilia died. Do you want to die? Wie so viele andere knallharte Typen hat es Roma nicht geschafft. Seine Motive bleiben verborgen. Einige seiner Kumpel glauben immer noch, dass er sie hintergangen hat. Emilia befindet sich nun auf der langen Liste von Opfern dieses zerstörerischen Konflikts. Die Tatsache, dass sie jung und wohlhabend war, machte keinen Unterschied. Der Krieg behandelt jeden gleich. Eines Nachts verließ Marco den Unterschlupf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Er wurde von einem Schlepper hintergangen und starb auf der Suche nach seiner Familie. Meine eigene Geschichte schreiben.
Nein, Zivilist bestimmen. Name? Jetzt muss ich wieder da tippen hier. Moment. Rosti. Rosti. Wir machen jetzt mal ja den Rosti. Wir nehmen jetzt mal uns. Männlich, wir sind männlich. Sind es die Entwickler und deren Freunde oder so? Beruf Polizeibeamter. Fotograf. Fotograf wollte ich immer werden, ja. War immer so mein Traum, Fotograf zu werden. Statur. Tage bis zum Waffenstillstand machen wir mal 25. Moderat, niedrig, moderat. Der Winter kommt zur Hälfte durch, moderat. Moderat, Stadtkader. Ja, nehmen mal ein bisschen was mit hier, ne? Jo, das passt, oder? Wenn dann der Male. So, was fehlt noch? Müssen wir alle haben. Karte speichern. Ah, ich muss einen Namen eingeben. Ja, okay. Bearbeiten. Ah, muss ich mal hier. Sinn. City. SimCity. Speichern. SimCity. Und dann hier meine Geschichte starten. Welcome back to this war of mine.
Final Cut. Muss ich erstmal wieder hier. Ich muss erstmal wieder hier reinwurschteln hier. In das Spiel. Da ich jetzt schon hier eine Weile nicht mehr gespielt habe, ne? Schon eine Weile her. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein Bett. Ja. Ein Bettchen. Ein Bett können wir mal hier hinbauen. Bett kann man mal hier hinbauen. Bett ist immer gut. Aber wir haben noch gemütliche 21 Grad. Dann passt es ja. Ja, Schaufel. Ich habe keine Schaufel, Kollege. Dann mach erstmal deine Arbeit hier. Ne? Der Roste. Wie lange werde ich persönlich überleben? Als Fotograf ist man halt kreativ, denke ich mal. Ne? Wie gesagt, es war immer mein Traumberuf. Nur habe ich Debs damals nicht gemacht, weil ich zu weit jetzt fahren müssen bis in die Berufsschule und das wollte ich nicht. Könnte man heute noch dafür einen Arsch beißen, ja. Weil ich immer so fasziniert vom Fotografieren war. Gehen wir mal runter. Habe ich mit dem Werkzeug noch keine Schaufel bauen oder so? Ich müsste.
Verbessern tue ich es mal. Vielleicht kann ich dann andere Sachen bauen. Ich glaube, gerade so was wie eine Schaufel, wo alles ein bisschen schneller geht. Gerade zum Plündern halt auch gut, oder eine Brechstange halt. Brechstange auch von Vorteil. Seht ihr. Ein Radio, ja. Da habe ich auch mal gekackt hier. Ah, mal weiter hier. Bühl, ne? Ja, so ist es, Leute. Leute. Ja, Mann, ja. Hallo? Es wird knapp, die Nacht wird gleich reinbrechen. Ja. Wenn wir nicht ganz fertig werden. Oder doch, es langt. Die Nacht. So, wo gehen wir denn hin? Vorsicht ist geboten. Vorbereiten. Wir plündern. Tankstelle immer gefährlich. War bis jetzt eigentlich immer gefährlich, ja. Das brauchen wir. Nehmen wir das noch mit. Und den Rest lassen wir mal, vielleicht finden wir noch was. Dauert halt jetzt eine Weile, ne? Ja, ich kann keine Straufel herbeizaubern, mein Freund. Geht du mal nicht, ne? Kurz nach 10. Mal schauen, wie lange ich heute mache. Mal gucken. Ist schon
Heute ist so ein Tag, wo ich mir denke, jo, ich soll mal sagen, egal. War da noch was? Ah, da komme ich nicht durch. Holzkönige brauchen noch, ja. Da unten ist zu. Rohes Essen. Sauberes Wasser. Und jetzt sind wir schon mal da hier voll geladen. Ne? Das heißt, wir müssen wieder einen Abgang machen. Aber da können wir mal wieder hingehen, ja. Aber die ist halt ziemlich ruhig. Zur Tankstelle, wenn wir da hingehen können. Hört sich doch gut an, oder? Finde ich. Ey, du. Ist ja bald der Händler kommen. Ja, erstmal ein Päuschen machen, oder? Lacht mal ruhig, immer gut. Was können wir denn bauen? Das muss ich auf jeden Fall mal bauen hier. Eine Metallwerkstätte. Ja, eine Metallwerkstätte. Die müssen wir auf jeden Fall mal bauen. Und die bauen wir jetzt gleich hier hin. Wo sind wir denn? Dass wir alles hier zusammen haben, ja. Das erste Mal jetzt, dass wir so erstmal die Werkstätten bauen. Da man die ja auch braucht, ne? Und dann nehmen wir auf jeden Fall mal hier eine Brechstange, ja. Auf jeden Fall. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Da können wir nämlich unten überall durch. You know.
Ah, ich gehe auch schon mal kurz hoch. Ja. Nee, noch kein Päuschen, ja. Hier war ja nichts. Gibt halt immer was zu tun, ne? Ich möchte was machen. Fieber. What? Warum Fieber? Ich hab gedacht, ich kann vielleicht einen Herd bauen. Oh no, wrong way. Naja. Du hast Hunger. Ich nicht. Könnt ihr auch noch was essen? Könnt ihr was essen, ja. Wer nicht? Hab aber nichts. Wenigstens haben wir eine Brechstange, ne? Alles nicht so das Wahre. Am Anfang muss man halt alles so viel hier wurscht, aber ist ja gleich der Tag vorüber, dann geht's ja wieder. Ja.
Ja, das ist Schwachsinn. Scharfschützenkreuzen, ganz kacke. Gefahr. Wir nehmen auf jeden Fall unser Brecheisen mit, um Türen eventuell aufzumachen. Es ist eben nicht geheuer, ja. Den Teddybär braucht kein Mensch, oder? Jetzt erstmal das Notwendigste mit. Ich wollte erstmal gucken. Das ist auch daneben gegangen. Bräuchte noch diese Metall, die da brauche ich noch, ja. Und das brauche ich auf jeden Fall noch. Gibt's ja nichts Interessantes noch. Hier ein Haufen Schund, ja. Das brauche ich doch alles gar nicht. Das wäre ärgerlich, ja. War jetzt so der Oberbörler, würde ich mal sagen, ne? War nicht Yellow vom Eck. Nope. Die Ausbeute. Ein Sägeblatt. Ein Sägeblättchen. Ruhige Nacht ist immer gut. Ja, wenn der Winter später kommt, denke ich mal, hat man es auch ein bisschen easy hier. Was kann man da bauen? Dietrich brauchen wir keine. Eine Schaufel können wir mal nehmen, herstellen. Gerade um so Dinger hier schneller wegzuschaufeln. Ein Herd bräuchte ich noch, ja.
vor allem sind wir halt viel, viel schneller, ne? Verband immer gut, ja. Was wollen wir denn? Oh, was zum Futtern auf jeden Fall. Was zum Futtern? Kann man anbieten. Hat er dann noch? Arsch, Arsch. Sonst eigentlich nichts, ne? Oh, thank you. Können wir zumindest mal was futtern, ne? Fühlt sich besser an, gell? Jo, hab ich mir gedacht. Wenn es ums Essen geht, da bin ich dabei. Dann haben wir ja das ganze Haus durchsucht. Ja. Dann müssen wir jetzt eigentlich alles haben, ja. Wenn ich mich nicht täusche. Hier hinten haben wir ja schon, ne? Ja. Oder war da? Halt, 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 halt. Hier war ja noch was. Das war jetzt noch der letzte Part. Und jetzt haben wir alles, ja. Jetzt müssen wir aber da was herstellen können, gehe ich mal davon aus. Immer noch nicht bessere Werkstatt. Aber wir könnten einen Herd bauen, oder? Thank you.
Jo. Können wir jetzt die Nahrungsmittel hier warm machen? Vielleicht können wir ja gleich aufrüsten, mal schauen. Da fehlt uns diese Zahnräder. Können wir noch was bauen? Destillation. Mal zum Handeln oder so. Wenn wir so Schnaps herstellen können, wäre nicht schlecht, oder? Können wir zuerst mal einen reinlöten. Naja, why not? Wir brauchen Zucker, wir brauchen Wasser. Aha. Legen wir uns mal kurz hin, ja. Weil der Tag ist eh gleich vorbei, ein bisschen ausruhen. Nach getaner Arbeit müssen wir ja mal ein paar Äschen machen, ne? Jo. Wie im wahren Leben auch. Wir plündern gleich. Dieser Ort sieht so traurig aus. Dann haben wir unsere Schaufel dabei. Ja. Und Gott sei Dank will der Typ nichts von uns. Ich hätte ihm eine mit der Brechstange über die Birne gehauen. Hello again. Thank you.
ditch all oder was? War ja nicht gerade hier der Oberburner jetzt, ne? Geiler Soundtrack. Und geile Musik. Beschädigte Wäsche. Gute Sachen. Nur ich habe keinen Platz mehr. Ich bräuchte eigentlich auch das Werkzeug. Ja. Komm nicht drum rum. Bleibt mir nichts anderes übrig. Kack die Wand an, ja. Das ist very sad. I'm so sad. Old, gib ab. Da bräuchte ich. Da gibt's so viele tolle Sachen, ja. Hi. Da muss man mal hin, irgendwann, ja. Irgendwann. Scheiße, bräuchte ich größer einen Rucksack, ja. Ausgeplündert, bitte nicht. Ich habe schon ein ganz dummes Gefühl. Er fühlt sich, glaube ich, nicht gut. Erschöpft aus. Ja. Ja, ich weiß. Jetzt sitzt er auch mal. Ah, nein, er sitzt nicht. Ein brennendes Gefühl im Hals. Ich geb dir gleich. Ah, ich muss aufs Klo, ja. Er kann euch schon nicht mehr rennen. Und was zum Essen?
wieder hat er nicht geguckt. Und wer steht vor der Tür? Ich brauche aber Ruhe. Hallo Nachbar, du bist nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass eines der Häuser näher verlassen ist. Die Eigentümer haben die Stadt verlassen, als es noch möglich war. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, können wir etwas Wertvolles finden. Was sagst du dazu? Ich gehe erstmal aufs Klo. Das sage ich dazu. Ich gehe erstmal aufs Klo. Ich habe doch ja gemacht. Wasser fehlt mir und es fehlt mir Sugar. Habe ich ihm jetzt nicht geholfen. Normalerweise hilft er ihm dann doch, oder? I don't know. Normalerweise geht er doch dann alles mit, oder nicht? Tjo. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja schon bei Tag 4. Ah.
Er kann sich jetzt ausruhen, oder? Oder nicht? Hat er jetzt genügend Zeit, ne? Bam. Naja, ist schon ein bisschen traurig heute. Heute ist es extrem, finde ich, ja. So, wenn gar keiner was schreibt oder gar keiner da ist, das ist schon heavy, ja. Nicht gerade aufbauen, muss ich sagen. Vor allem das, was man alles da reinsteckt, so in das alles hier, ne? Von Equipment, mit dem Game Pass, mit der Zeit, wo man aufwendet, mit der Arbeit. Und dann im Prinzip kaum Resonanz irgendwie. Ach, tue ich mir das noch lang an? I don't know. I don't know. Fehlt uns wieder an dem an Wasser und an Zug. Leck mich doch in den Kopf her. German Park. Aber Vorsicht ist ja geboten, ne? Wir müssen schnell nach Hause. Was sagt er? Wir müssen schnell nach Hause, aber meine Schwester hat juckt mich kleiner, tut mir leid. Kannst du etwas für uns tun? Bitte hilf uns. Ich muss da erstmal suchen, ja. Mir geht's auch nicht gut. Why?
will jetzt noch eins mitnehmen, ja. Schaut ob ja. Das war der letzte Fehler. Das war der letzte Fehler heute. War nicht so der Oberburner, ja. Leider. Schwache Ausbeute, ja. Das, was wir eigentlich dringend benötigen, haben wir nicht gefunden. Tja, aber jetzt sind wir wahrscheinlich noch ausgeplündert. Ich kann mal sagen. Kann vorkommen, ne? Können wir uns was Warmes zum Essen machen? Hau da doch mal einen Schnaps rein, ja. Was er arbeiten kann, ja, ne? Kollege. Ja, haben wir noch gemütliche 18 Grad. Wir brauchen halt unbedingt auch noch Wasser, ne? Vor allem muss er sich mal ausruhen eine Nacht, ja. Damit er hier wieder zu Kräften kommt. Ich brauche das ja noch. Wer klopft an meine Tür? Thank you.
mein Schule wurde in der Nachtschicht im örtlichen Lagerhaus bombardiert. Oh ja, er will das mal. Da kann man eine Ruine vorgefunden. Kann ich mal eine Weile bei euch bleiben? Jo. The Bodies, the Bodies, mal Logio. Klaro. Zu viele schlaflose Nächte. Da kann man nämlich den Bodies wegschicken. Dann kann er sich nämlich hinlegen. Ne? Nubo? Wir können jetzt mit Boris hier mal auch on Tour gehen. Ja, schon noch jung und knackig hier. Können wir das nämlich herstellen? Für unser Regenwasser. Eine ganze Weile nicht geschlafen, ja, am Arsch, du bist jetzt gerade gekommen, ja, ja, hallo. Was haben wir uns denn dafür ein angelacht hier? Boris, du nix mache Schlaf hier. Noch ein Bettchen bauen. Leider nicht, das tut mir jetzt aber herzhaft leid. Stellen wir doch mal Schnäpschen her, oder? Schadet nie, wenn der Händler wieder kommt. Schnaps ist immer gut, ja. Mal kurz ausruhen hier. Mit dem gehe ich dann noch eine Runde auf Tour, eine Nacht. Und dann mal gucken, ja. Mal schauen, wie viel Platz er vor allem hat. Stark, aber langsam, ja. Der Raucher. Aha. Ein Raucher. Wenn ich alle rauche. Und da kann ich jetzt nichts mehr. Uns fehlen elektrisch die Dingerteile. Die Zahnräder fehlen uns noch 4 Stück. Aber die findet man halt nicht so oft. Ja, eine Nacht ziehen wir jetzt noch durch. Ja. Nur? Ruhe gibt keine Ruhe.
Er muss mal Wache stehen, ja. Obwohl, im Moment. Oh, er hat auf jeden Fall 17 Speicher, 17 mal Platz hier in seinem Rucksack. Das ist schon mal gut im Bodyset. Beschossene Brauerei. Gefahr. Der ist nicht schlecht. Gerade weil er viel Platz im Rucksack hat. Darum ist er wahrscheinlich auch so langsam, ne? Scheint was zu jemand zu sein. Medikamente. Wichtig. Nothing from interest. Irgendwas Interessantes noch auf Karte her. I don't will hold. Holz, warum immer nur Holz? Scheiß doch auf das Holz hier. Das war ja auch nur Holz, ne?
Kalt, ja. Das kenne ich nicht, oder? Da ist alle niedergepömpelt. Tschüss. Ich gehe wieder. Tut mir echt leid, ne? Ja. Schon eine harte Zeit hier, ja. Was willst du machen, ja? Soll vorkommen. Sind wir ausgeplündert worden. Ich bin jetzt so leid. Nach diesem Tod reicht es mir aber. Ich bin jetzt so leid. Ich hab's gewusst. Ja, stehe ich nicht auf. Wenigstens warm, ja. Also ich wollte ja noch. Ah, eine Nacht machen wir noch. Ja. Eine machen wir noch. Bandagen gebraucht. Der Händler. Wir brauchen auf jeden Fall. Oh, der hat aber nicht viel. Alter Scheiße, der hat kaum was, der Depp. Der hat ja fast nichts. Reiner Alkohol, Schnaps. Mehr bräuchte man eigentlich nicht, oder? Sie werden mit Verstärkung zurückkommen. Er soll doch ins Bett, der Penner. Boris, du darfst nicht aufgeben. Es ist schwer, aber wir sitzen im gleichen Boot. Essen? Gesoffen wird diesmal noch nicht hier. Das letzte Mal, ja, also letzte Schnaps war nicht gut hier.
Ja, jetzt würde ich auch meinen, das ist jetzt mal lang, der. Er tut aber auch nichts, er bewegt sich kein Meter, der Penner. No. Mal erschießen doch den Penner. Ja, kriegst halt kein Bettchen, ne? Pech gehabt. Kriegst kein Bett. Hier hoch dich da oben hin, du Memme. Destilliertes Gold, ja. Gold macht nicht glücklich. Wer? Der Rusti fühlt sich unwohl. Dann sauft er doch einen an, ja. Bist du. Was? Da werd ich hier mit der Leiter gespielt, hier, du Penner. Die richtige Dosis für heute, ja. Oben habe ich noch gar kein Gebäude, aber brauchen wir ja nicht bei 18 Grad, oder? Bei 18 Grad ist drauf geschissen. Die eine Nacht mache ich dann noch. Doch sau. Immer schön aus der Pulle sau. Da freut sich Boris. Geht er jetzt ins Bett? Er läuft immer noch nicht. Jo. Umarmt euch doch her, ihr Penner. Rösti, du alte Hackbirne. Ja, voll am Saufen hier, ja. Die können beide nur schlafen, weil sie besoffen sind. Jo, schön. Wonderful. Wonderful. Ich hätte vielleicht doch nicht saufen sollen, ne? Tja, da war aber eine schnelle Nacht dann, ne? Ja, yeah. Es war ja klar, wenn man besoffen ist, wird man ausgeplündert. Wunderbar. Ich bin natürlich wieder leicht verletzt, ne? Und Boris Shevchenko oder Boris geht es viel besser. Ja, toll. Aber Hauptsache, ich habe wieder auf die Mütze bekommen. Essen haben sie geklaut, die Kippen haben sie geklaut und Wasser. Schön. Thank you for the music.
Aber ein schönes Spiel, ja. Jetzt aber wieder weiterspielen mit meinem Rosti-Männchen hier. Und schauen, wie lange ich noch überlebe. Mit meinem Saufkumpan Boris. Aber zumindest mal hat er viel Platz hier in seinem Rucksack. Das ist viel wert, ja. Viel wert. Tada. Boom. 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 Boom.